Marie Gus. No. Ein schwieriges Kind. Marie, laisse le tableau à ton frère. Mets-toi au travail. Viel zu wissbegierig und widerspenstig für so ein armes Mädchen. Es heißt, ihr Vater sei ein Adliger. Jean, mon garçon, am liebsten würde sie lesen und schreiben lernen, wie ihr Bruder. Marie, tu viendras quand tu auras fini. Wozu sollte ein Mädchen schreiben können? Die meisten Frauen im 18. Jahrhundert stehen unter der Vormundschaft von Männern. Erst des Vaters, dann des Ehemanns. Sie schulden dem Manne Gehorsam. Dafür werden sie von ihm versorgt. Für Ehebruch wird sie schwer bestraft, eher mit einer Geldbuße belegt. Und über ihren Besitz darf die Frau nur mit Erlaubnis ihres Mannes verfügen. Um 1770 geht Marie Gus nach Paris, das kulturelle und politische Zentrum Frankreichs. Sie ist 22 Jahre alt, Mutter und seit 4 Jahren Witwe. Sie will das fremdbestimmte Leben einer Ehefrau endlich hinter sich lassen. Einem reichen Adligen ist sie gefolgt und hat ihr Kind bei den Eltern gelassen. Olympe de Gouges nennt sie sich jetzt. Die schönste Frau von Paris, sagen einige. Den Dichtern will sie nacheifern, auch wenn sie selbst kaum schreiben kann. Mit Hilfe eines Sekretärs verfasst sie erste Texte und veröffentlicht ein Theaterstück. Olympe de Gouges hatte ein sehr gutes Gespür für Politik. Schon vor der Revolution hatte sie 2 Schriften herausgegeben, den Brief ans Volk und die patriotischen Bemerkungen. In diesen Publikationen entwickelt sie soziale, wirtschaftliche und politische Programme, die sehr interessant sind. Eine faszinierende Frau mit lebhaftem Interesse für die Ideen der Aufklärung und das, was in Amerika passiert. In der neuen Welt haben die Bürger den Griff nach der Freiheit gewagt. Hier in seinem Haus in Philadelphia verfasst Thomas Jefferson die Unabhängigkeitserklärung. Die 13 britischen Kolonien sagen sich darin von ihrem Mutterland los und erklären ihr Recht, einen eigenen souveränen Staatenbund zu gründen. Im Pennsylvania State House findet am 4. Juli 1776 die feierliche Unterzeichnung statt. Es ist die Geburt der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Name, den der unabhängige neue Staatenbund sich gibt, geht auf eine Idee des Engländers Thomas Paine zurück, einem der europäischen Gründerväter der USA. Mit der Unabhängigkeitserklärung präsentieren die Amerikaner auch die erste Formulierung der allgemeinen Menschenrechte. Folgende Wahrheiten halten wir für selbstverständlich. Dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Dass sie mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind. Dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Dass, wann immer irgendeine Regierungsform sich als diesen Zielen abträglich erweist, es das Recht des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen. Es sind europäische Ideen, die in Amerika verwirklicht werden. Während im alten Europa noch die Willkür der Monarchen herrscht. In Frankreich regiert Ludwig der 16. Seine Hofhaltung verschlingt Unsummen, doch sein Staat ist fast bankrott. Als letzten Ausweg will er die Generalstände einberufen, eine gewählte Versammlung aus Adel, Geistlichkeit und Bürgertum. In Versailles sollen sie ihm neue Steuern genehmigen. Auch Olympe de Gouges hält sich 1789 hier auf. Versailles ist der Inbegriff der verschwenderischen Hofhaltung des Königs. Die Untertanen haben es satt, für all den Luxus von Adel und Geistlichkeit aufzukommen. Der dritte Stand wagt das Ungeheuerliche und erklärt sich kurzerhand zur Nationalversammlung, zur Vertretung des Volkes. Sie wollen eine Verfassung, die Befreiung der Bauern, die Abschaffung der Steuerprivilegien des Adels und vor allem Gleichheit vor dem Gesetz. Am 14. Juli 1789 wird in Paris die Bastille erstürmt, das Staatsgefängnis.
Symbol der Willkürherrschaft des Königs. Revolution. Gesichert in einem Tresor werden noch heute die Schlüssel der Bastille aufbewahrt. Als Erinnerung an den Sieg der Bürger über die Monarchie. Die Vorrechte von Adel und Geistlichkeit werden abgeschafft. Frankreich bekommt seine erste Republik und am 26. August 1789 proklamiert die Nationalversammlung in 17 Artikeln die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Artikel 1. Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Artikel 2. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung. König Ludwig XVI. Kommt in Arrest. Was soll mit ihm werden? Für den Revolutionär Robespierre ist er ein Verräter, der aufs Schafott gehört. Für andere Abgeordnete der Nationalversammlung dürfte Ludwig XVI. König bleiben. Er müsse sich aber dem Parlament verantworten. Eine turbulente Zeit. Olympe de Gouges? Natürlich hat sie eine Meinung dazu. Sie will auch keine Monarchie mehr. Aber sie hat was dagegen, den König hinzurichten. Und das verkündet sie auch. In ihren Flugblättern. Olympe nimmt sich die Freiheit, ihre Meinung zu sagen. Sie kämpft auch entschieden für die Freiheit der afrikanischen Sklaven, die in den französischen Kolonien wie Vieh verkauft werden. Am 28. Dezember 1790 kommt es im Théâtre de la Nation, heute Théâtre Odéon, zu tumultartigen Auseinandersetzungen im Publikum. Aufgeführt wird Die Sklaverei der Schwarzen, ein Theaterstück von Olympe de Gouges. Der Aufruhr ist so groß, dass der Bürgermeister von Paris das Stück absetzen lässt, weil es zu Aufständen in den Kolonien führen könne. Olympe de Gouges war Mitglied im Club Freunde der Schwarzen. Dieser Club forderte vor der Nationalversammlung die Abschaffung der Sklaverei. Unglücklicherweise beschloss die Nationalversammlung dieses ebenso wenig wie das Gesetz zur Gleichstellung der Frau. Die Sklaverei wurde in Frankreich erst 1794 abgeschafft. Frauen haben mitgekämpft. Haben mit ihrem Protest gegen die steigenden Brotpreise 1789 die Revolution mit entfacht. Aber jetzt werden sie ausgeschlossen von den entscheidenden Versammlungen. Das weltberühmte Gemälde von Eugène Delacroix zeigt keineswegs die Wirklichkeit nach der Revolution. Bemerkenswerterweise stellte der Club der revolutionären republikanischen Bürgerinnen, der war sehr aktiv, Forderungen auf, die eine bestimmte Form des Feminismus ankündigen. Eine ihrer Aussagen lautete, dass die Tyrannei der Männer im Endeffekt der Tyrannei der Monarchie vor der Revolution gleiche. Und solange Mann und Frau nicht wirklich gleichberechtigt seien, verharre man weiterhin im Despotismus. Konkretisiert l'égalité des femmes et des hommes, eh bien, on restera encore dans le despotisme. Zornig verfasst Olympe eine Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Artikel 1. Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. Artikel 10. Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Also muss sie ebenso das Recht haben, die Rednertribüne zu besteigen. Mesdames et messieurs, écoutez-moi, écoutez-moi, s'il vous plaît. L'univers a les yeux fixés sur le procès. Freiheit und Gleichheit, vor allem vor dem Gesetz, das muss für alle gelten. Für Frauen wie für Männer, für Sklaven wie für die Bauern. Ja, selbst für einen abgesetzten König. Sie weiß, dass sie nicht dümmer ist als Männer. Sie will einfach nicht den Mund halten. Ihr fehlt die Menschlichkeit bei dieser Revolution der Guillotine. À son époque, Olympe de Gouges dérangeait beaucoup de. Zu ihrer Zeit irritierte Olympe de Gouges viele Leute, weil sie ihre Meinung öffentlich äußerte. Sie machte das politische Engagement der Frauen sichtbar. Und dies war für Männer unerträglich.
Dass sie ihrem Engagement so viel Aufmerksamkeit verschaffte, hat man ihr nicht verziehen. Im Januar 1793 wird König Ludwig XVI. Hingerichtet. Und am 20. Juli wird Olympe de Gouges verhaftet, auf der Pont Neuf in Paris. Sie hat dort einen Aufruf unter die Leute gebracht. Man solle doch das Volk befragen, ob es eine republikanische Regierung wolle, oder eine Monarchie, oder eine föderative Regierung. Sie landet im Gefängnis der Conciergerie. Es ist die Zeit der Schreckensherrschaft Robespierres, und Olympe weiß, was ihr bevorsteht. Denn die Urteile in den Verfahren vor dem Revolutionstribunal stehen meist schon im Vorhinein fest. Verzweifelt versucht sie dennoch, gegen ihre Verurteilung anzuschreiben. Es gab ein Gesetz, nach dem jeder zum Tode verurteilt wurde, der die republikanische Regierung abschaffen wollte. Da sie gegen dieses Gesetz verstoßen hatte, wurde sie vom Revolutionsgericht zum Tode verurteilt. Olympe kämpft um ihr Leben und behauptet, ein Kind zu erwarten. Wenn das stimmt, darf man sie nicht aufs Schafott schicken. Meine Feinde werden nicht die Ehre haben, mein Blut fließen zu sehen. Ich bin schwanger und werde einen Bürger für die Republik austragen. Das Revolutionsgericht hat eine Hebamme in die Zelle geschickt. Oui ou non? Elle l'est? Non, rien. Ja, rien. Aber die Hebamme stellt keine Schwangerschaft fest. Marie Gouze, die sich selbst Olympe de Gouges nennt, wird am 3. November 1793 hingerichtet. Ihre Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin findet erst im 20. Jahrhundert Eingang in die Verfassungen Europas. Für Olympe de Gouges waren Freiheit und Menschenrechte unteilbar, galten für Frauen, für Sklaven und selbst für den politischen Gegner.